Gustavo tritt gegen Guardiola nach. Der ehemalige Bayern-Profi Luis Gustavo hat sich kritisch über seine Zeit in München unter Pep Guardiola geäußert. Pep Guardiola hatte nicht vor, mit mir zu arbeiten. Es war nicht schlimm, aber er hätte mir davon erzählen können. Ich habe es nicht verstanden, da ich 3 Jahre bei den Bayern und glücklich dort war, erklärte er in L'Équipe. Wegen drohender Perspektivlosigkeit flüchtete Gustavo damals zum VfL Wolfsburg. Mittlerweile steht der 30-Jährige bei Olympique Marseille unter Vertrag. Neymar gibt Entwarnung für WM. Der verletzte Neymar gibt sich im Hinblick auf die bevorstehende WM in Russland optimistisch. Bei der Heilung seines Mittelfußbruchs sieht er sich auf gutem Wege. Es fehlt nur noch ein Monat, vielleicht ein bisschen mehr. Ich mache gute Fortschritte, sagte Brasiliens Stürmer beim TV-Sender Globo. PSG-Trainer Unai Emery bestätigte die positive Entwicklung. Neymar steht kurz vor einer Rückkehr. Alle medizinischen Tests waren gut. Vielleicht reicht die Zeit, damit er hier noch bis zum Saisonfinale einige Spiele bestreitet. Klopp verneigt sich vor Salah. Mohamed Salah hat am Samstag sein 30. Tor für Liverpool in dieser Premier League-Saison geschossen. Wettbewerbsübergreifend hat er damit nun 40 Tore in 45 Spielen erzielt. Sein Trainer Jürgen Klopp zeigt sich begeistert. It's good, impressive, what a number, wow. Wow, was für eine Zahl. Das ist toll, das ist fantastisch. Überhaupt, die Zahl der Tore, die wir als Team erzielt haben, ist unglaublich. Ungefähr 100 müssten es mit der Champions League sein. Das ist sehr gut, aber wir haben noch einige Spiele. Mit seinen Toren hat er sehr gute Chancen, sich den goldenen Schuh für den besten Torjäger Europas zu sichern.